Andrew Urdiales wurde am 4. Juni 1964 in Chicago, Illinois geboren. 1978, mit 13 Jahren, erschlug er den Familienhund mit einem Baseballschläger. 1984 ging er zur US Marine und benutzte die Nahkampf- und Gefechtsausbildung später für seine Mordserie. Am 18. Januar 1986 lauerte Urdiales der 23-jährigen Studentin Robin Bradley auf. Er tötete sie mit 41 Messerstichen. Im Juli 1988 erschoss er die 29-jährige Prostituierte Julie McGee. Zwei Monate später starb die 31-jährige Mary Ann Wells durch Schüsse. Am 17. April 1989 ermordete Urdiales die erst 18-jährige Tammy Irvin. 1991 verließ er die Marines mit allen militärischen Ehren. Am 27. September 1992 entführte Urdiales die 19-jährige Jennifer Espenson. Nachdem er sie vergewaltigt, gefesselt und geknebelt hatte, sperrte er sie in den Kofferraum seines Mietwagens. An einer Kreuzung gelang es Espenson zu fliehen. 3 Jahre lang beging er aus Furcht vor Entdeckung keine weiteren Straftaten. Erst im März 1995 wurde er wieder aktiv. Er entführte die 32-jährige Denise Manny und erschoss sie in einer nahen Wüste. 1996 beging er weitere 3 Morde. Im April 1997 entkam ihm eine Frau aus seinem Auto. Sie rannte schreiend mit gefesselten Händen davon. Am 23. April 1997 wurde er schließlich verhaftet. Unüblich in den USA wurde er bereits am 29. April 1997 angeklagt. Verurteilt wurde er am 30. Mai 2002. Die Todesstrafe wurde am 11. Januar 2003 zunächst in lebenslange Haft umgewandelt. Wie weitere 167 Todeskandidaten im Bundesstaat Illinois. Wegen eines weiteren Mordes wurde Urdiales allerdings am 10. Mai 2004 schließlich erneut zum Tode verurteilt und wartet nun in der Todeszelle auf die Vollstreckung des Urteils.